Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Angezockt auf Hirnsturz, direkt im Anschluss zu Last Wood, diesem Float-Sim-Spiel, habe ich jetzt gerade gelernt. Gucken wir uns wieder ein Float-Sim-Spiel an, und zwar diesmal mit dem unaussprechlichen Namen Buoyancy oder Buoyancy, was irgendwie so viel wie Auftrieb bedeutet. Es ist eher eine Art Städtebausimulator im Stil von Waterworld, würde ich es mal nennen. Das Spiel ist von Devs on a Boat, also die Entwickler auf einem Boot. Es erscheint am 30. August auf Steam, soll so um die $12 kosten, also ich schätze mal irgendwas um die 10 Euro, 10, 11 Euro auf Steam. Und wie gesagt, am 30. August kommt es raus, Link in der Videobeschreibung. Das ist eine frühe Pre-Alpha, ihr seht es hier unten rechts, sehen wir die Version 090824, und hier sind einige Updates gekommen und es kommen auch immer wieder Updates. Deswegen ist dieses Video, was ihr jetzt seht, eventuell nicht so weit wie das finale Spiel. Hat noch viele Ecken und Kanten. Und ich will euch hier so einen kleinen Ersteindruck zeigen, wie das Spiel halt aussehen wird. Das Tutorial erklärt relativ spartanisch, wie die einzelnen Punkte sind. Das ist eigentlich auch ausreichend. Das Spiel hat noch nicht so viel Inhalte, dass man das jetzt großartig bräuchte. Ich zeige es dir einfach mal. Ich versuche euch das mal ein bisschen zu erklären. Es erklärt so ein bisschen was über die einzelnen Strukturen und so. Und so richtig drin bin ich auch noch nicht. Also ich bin jetzt zuletzt, bin ich hier hart verreckt. Aber das ist ein anderes Thema. New Game. Wie heißt unsere Stadt? Ich nenne es jetzt einfach mal Synapsia. Und schauen wir mal, wie weit wir hier überleben. Fürs Angezockt wird es wahrscheinlich reichen. Hier sind wir schon im Spiel drin. Da setzt die Musik ein. So, ich werde mal gleich die Musik einen Zacken leiser machen. Ich habe nämlich extra ein bisschen lauter gemacht gerade. So. Da ist unser kleiner Startpunkt im Spiel. Und hier sind ein paar Bewohner drauf. 10 Bewohner haben wir. Denen geht es eigentlich ganz gut. Die haben auch keinen Hunger. Noch. Das kommt nämlich noch. Und wir können jetzt verschiedene Sachen bauen. Also, wir fangen an und werden uns erstmal um die Essensversorgung kümmern. Gebäude, die Sachen sammeln. Muss die Musik leider noch einen Zacken leiser machen. Ist doch ein bisschen... So. Hoffen wir, dass es so jetzt passt. So sollte es gehen. Gebäude, die Ressourcen sammeln, sollten möglichst einzeln stehen. Da gibt es hier so Stege für. Die setze ich mal hier ran. Und dann setzen wir hier zwei Fischer ran. Ich hoffe, ihr habt genügend Material. Wir brauchen Fischer. Die brauchen 20 Holz hier erlangt. Ich baue direkt zwei, weil das Essen war das, was mir in einem Probespiel direkt kaputt gegangen ist. Oder beziehungsweise mich kaputt gemacht hat, weil ich kein Essen mehr hatte. So, jetzt haben wir die mit Stegen hier so ein bisschen separiert. Die haben praktisch Wasser um sich herum. Und man sieht hier auch dann später, wenn es gebaut ist, eine Effizienz. Und die sollte dann so bei 100% liegen. Ja. So, wir befinden uns auf dem Meer und können uns hier auch bewegen. Wenn ich jetzt irgendwo hinklicke, dann bewegt sich diese kleine Plattform. Und vermeintlich paddeln hier die Bewohner oder wie auch immer der Antrieb in dem Moment funktioniert. Hier vorne haben wir schon hier ein Vorkommen an Fischen, beziehungsweise es sind hier Fische und Algen drin. Die Algen sammeln hier die Forager und die Scavenger sammeln Holz. Sind auch noch Produktionsplattformen, die Dinge tun müssen. Und auch die sollten einzeln sitzen, deswegen werden wir uns jetzt, wir werden jetzt mal warten. So, ein Fischer ist gebaut, bis das hier fertig gebastelt ist. Moment, ich muss jetzt gucken, habe ich genügend Holz? Der hier sammelt Holz, der Scavenger. Es könnte nämlich sein, dass mir das gar nicht langt. 30 Holz, das wäre genau noch das. Und wie viel Holz braucht das? 5. Dann müssen wir ja erstmal durch diese verstreuten Kisten schwimmen. Da oben gibt es nochmal Trashpile. Also hier würde ich schon ganz gerne mal reinangeln. Man kann das Floß auch drehen. Man kann mit X und Y, beziehungsweise hier im Deutschen ist es dann X und Z. Kann man das Floß drehen. So, wir haben ein bisschen was gesammelt. Und jetzt fahren wir hier mal hinten dran und sammeln zumindest die Fische auf, dass wir ein bisschen was zu essen haben. 17 Fische haben wir zum Start. 20 Bier. Also das Spiel ist schon mal positiv eingestimmt. Das X ist übrigens immer die Stadtmitte. Das heißt, also wenn ihr knapp ranfahren wollt, hätte das jetzt schon gelangt. Mit der Leertaste kann man das Ganze auch abstoppen. Aber man schwimmt immer noch so ein bisschen nach. So, indem die Fischer jetzt in einem Gebiet sind, wo praktisch ganz viele Fische vorhanden sind,
kriegen die einen Bonus im Sammeln. Man sieht dann hier auch so, ich weiß nicht, ob man das Kontrast sieht, zwei Fische. Normalerweise produzieren sie einen Fisch pro Tick pro Einheit. Und jetzt sammeln wir erstmal ein paar Fische hier auf und dann können wir den Rest noch bauen. Wir brauchen noch ein bisschen Holz, damit wir den Steg bauen können und den einen Sammler. Oder wir bauen den Sammler jetzt direkt dran. Können wir eigentlich auch machen, oder? Dann haben wir zumindest ein bisschen Holz produziert. Wir probieren es mal. Ich baue den jetzt einmal direkt hier dran. Normalerweise sollte der einzeln sitzen, aber jetzt für den Moment kann der dann zumindest schon mal hier 30 Holz brauchen wir, kann der schon mal weiteres Holz sammeln. Und hier so ein Algenteppich sozusagen, wo die Fische drin aufwachsen und hier sammeln wir erstmal schön Fische. So, jetzt ist nur noch Algen drin. Das heißt, Fische werden keine mehr gesammelt. Jetzt können wir eigentlich schon probieren, indem wir die Kiste hier so ein bisschen drehen in die andere Richtung. Hallo? Jetzt. Das ist ein bisschen träge. Da müsste nämlich eigentlich dieser Sammler, der sammelt, ja, das ist der Scavenger. Ne, der sammelt Schrott. Der andere ist der mit Algen. Okay, dann bringt das gar nichts. Dann bewegen wir unser Schiff einfach. Wir können auch bauen, werden wir auf dem Schiff, auf dem Wasser hin und her schippern. So, drei Leute sind idle, also wir haben nicht genügend Jobs im Moment. Aber wir sammeln hier fleißig Schrott und anderen Kram, um unsere Stadt auszubauen. So, der Scavenger ist gebaut, sehr schön. Jetzt wird der nach und nach Holz produzieren. Man sieht das auch hier, geht der Tick hoch und hier wird Holz gesammelt. So, Treibholz, würde ich es mal nennen. So, da oben haben wir noch einen Trash Pile. Bin mir nicht sicher. Da haben wir noch was gesammelt. Gibt es hier noch mehr? Da drüben noch. Wir fahren mal hier hoch. Uns fehlt nämlich immer noch Holz. Bin mir jetzt nicht sicher, ob der hier Holz sammelt. Beziehungsweise im Trashpile Holz sammeln kann. Also Holz sammelt er grundsätzlich, der Scavenger. Aber ob er das aus diesem Trashpile machen kann. Nämlich das wird unsere Grundressource sein. Da ist ein Trading Post, da können wir handeln. Dann gibt es noch Überlebende. Es gibt Stürme, die das Floß zerstören und zwar ziemlich instant. Also da fliegt eine große schwarze Wolke über uns rüber. Vielleicht erleben wir das hier in dem Angezockt noch. Und macht einfach Fatz, dann ist auch mal so ein Fischer, ist dann erstmal weg. Und dann bist du nämlich im Problem. Noch haben wir 40 Fisch, noch geht's. So, wir schauen mal, ob das hier so passt. Gucken, ob der jetzt einen Bonus bekommt. Ja, bekommt er. Okay. Das heißt, wir kriegen hier auf jeden Fall... Stopp. Wir kriegen auf jeden Fall hier einen Bonus auf Metalle. Okay, das ist natürlich ein bisschen doof, weil wir brauchen nämlich eigentlich Holz. Vielleicht haben wir irgendwo eine Ressource mit Holz. Da oben. Nee, Destroyed Ship. Das ist wieder Fischen. Wobei Fischen gar nicht mal so verkehrt ist. Aber wir können jetzt auch erstmal hier das... den ganzen Kram aus dem Wasser sammeln. So, 10 Holz haben wir schon mal. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Er produziert ein bisschen mehr. Müssen wir mal gucken, ob wir den Dings bauen können. Was haben wir denn? 5 für das. Und der Forager braucht 30 Holz. Also uns fehlt auf jeden Fall massiv Holz. Das ist wirklich doof. Ich meine, wir können uns was ertauschen, aber wir haben eigentlich nicht so viel. So, ich fahre jetzt mal weiter, weil wir brauchen dringend Holz, sonst kommen wir hier nicht los. Wenn dann die Piraten kommen, dann sind wir am Bobbes. So. Da haben wir noch ein bisschen Junk gesammelt. Dann, wo können wir denn noch sammeln? Da können wir noch sammeln. Aber ich wollte ja zu diesem Fisch. Wo ist denn das da oben? School of Fish, da wollte ich hin. Damit wir noch ein bisschen Essen haben. Ich würde sagen, wir fahren hier so einen Bogen. Dann sammeln wir den ganzen Kram ein. Noch ist das Schiff relativ schnell. Umso mehr wir bauen, umso mehr oder umso langsamer wird sich das Schiff bewegen. Man hört auch relativ wenig. Ja, doch, wenn man so rangeht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass hier die... wir müssten, glaube ich, die Musik relativ... Oh, tut mir leid. So. 64, sehr viel früher. Was haben sie hier? Ein AWE-32, ein Soundblaster. So, da haben wir Floating Crates. Ob da noch was zu holen ist. Und dann können wir hier so einen Bogen fahren bis zu diesem Fisch,
ran und dann haben wir hoffentlich genügend Holz, um hier noch einen Sammler zu bauen. So, Leute werden im Spiel nicht geboren, sondern wir können die hier über diese überlebenden Flöße hier aufsammeln. Ah, da haben wir 12 Wood bekommen, sehr gut. Wie brauchen wir denn eigentlich für so einen Scavenger? Ja, meinen Scavenger haben wir schon, den Forager. 30, okay, das langt noch lang nicht. Cooler Fisch, das strahlt direkt 2, das ist ja praktisch. Auf jeden Fall können wir genügend Fisch sammeln. Dann müssen sie zumindest nicht hungern. Das ist ja schon mal viel wert. 3 sind im Moment idle. Also 3 Leute schaffen hier nichts auf dem Floß. Das ist schon mal nicht so gut. Denn eigentlich bräuchten wir mehr Produktionsstätten. Um die ganze Geschichte hier ein bisschen auszubauen. So, nochmal 12 Wood. Und was gibt das? 38. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob wir eventuell... Warte mal, wir können mal fischen. Das auch fischen, ne? Und Destroyed Ship. Dann drehen wir die Kiste mal. Was habe ich jetzt für eine Taste gedrückt? T? Ah, T zentriert anscheinend aufs Schiff. Wieder was gelernt. So, und dann bewegen wir uns mal hier so ran. Und hoffen... Okay, ein bisschen noch hierhin. So, jetzt kriegen wir auf jeden Fall hier genügend Fisch noch beisammen. So, jetzt können wir aber hier noch einen Sammler bauen. Und ich bin gerade überlegen, ob wir den Scavenger, dass wir noch einen zweiten bauen. Oder bauen wir erst den Forager? Ich glaube, ich baue erst den Forager. So, die sollten alleine sitzen, aber dann baue ich hier so einen Steg dran. Also wie man hier ein Spiel effektiv baut, weiß ich selber noch nicht so wirklich. Spiele es jetzt auch zum zweiten Mal. Und ich hoffe, das langt jetzt. So, die Fische sind ausgefischt. Dann können wir eventuell die Kiste noch ein bisschen hier in die falsche Richtung. Na komm, beweg die Hütte. Jetzt. Es wird halt immer träger. Umso schwerer wir werden, umso mehr Masse haben wir und... Langt das, um ein bisschen, um hier noch was zu sammeln mit dem Plus? No, komm, bauen Sie. Komm, dreh dich. Ja. So, nur nicht kollidieren. Jetzt wird hier gebaut, ist mir so still. Die Musik fängt mal kurz an, dann wieder nicht. So, jetzt müsste der nämlich auch sammeln. Der ist aber drin, oder? Wenn wir den noch ein bisschen reindrehen. Ah ja. Der sammelt nicht großartig, okay. Aber er sammelt. Der sammelt jetzt hier das ganze Plastik und das Ganze aus dem Meer. Sieht irgendwie cool aus. Ups. So. Was sammelt er denn? Er sammelt aber aus den Dingern wirklich nur das Scrap Metal. Okay. Was wir auf jeden Fall mal bauen sollten, da hatte ich mich Probleme mit. Wir sollten erstmal noch ein paar Überlebende finden, dass wir mehr Bewohner haben. Hier gucke ich jetzt gerade mal, ob ich die sehe. Ich glaube, Scrap Metal haben wir erstmal genügend. Wo haben wir denn Überlebende? Floating Grades of Resources. Haben wir da in der Nähe noch was? Könnte man in diese Richtung weiter schippern. Auch wenn ich gerne den Fishing-Grund hier noch mitnehmen würde. Weil Essen ist ganz früh das Problem. Oh Gott, warte mal kurz. So, ich muss ein bisschen beidrehen, nicht, dass ich hier kollidiere. Probieren wir mal so. So. Und zwar, was wir unbedingt bauen müssen, ist den... Wo ist er... Den Guardhouse. Das sind nämlich dann 4 Leute, die uns entsprechend verteidigen, wenn die Piraten kommen.
Und das Guardhaus braucht aber 40 Stahl. Und dazu brauchen wir eine Schmelze. Und wir bewegen uns jetzt mal hier durch und gucken, ob wir noch ein paar Leute kriegen. Da ist noch Kelp Forest. Da kriegen wir auf jeden Fall noch was zum Sammeln. Okay. Gut, dann sollten wir die Smeltery bauen. Das ist das nächste. Dazu brauchen wir 30 Scrap Iron, haben wir 30 Holz, haben wir auch. Da baue ich aber mal einen kleinen Abstand dran. Halt mal kurz stehen, Schiff. Und baue das möglichst weit weg von den anderen Plattformen. Oder bauen wir es in die Mitte? Ich baue es mal hier dran. Haben wir jetzt noch genügend Holz übrig? 34. Wo ist die Smeltery? Da. Dank doch, oder? Smeltery, 30 Holz, 3 Scrap Iron, müsste reichen. So. Die wird nämlich dann Stahlbaren herstellen. Flutsch, sehr schön. Junk. Und ich glaube, das holen wir uns hier auch noch, den Fischteil. Dann drehen wir die Kiste gerade mal so ein bisschen ein. So. Kriegen wir nämlich noch ein bisschen Fische. So, die Bewohner sind jetzt ein bisschen überlastet. Wir haben halt nur 10 Bewohner. Deswegen wird es ein bisschen schwierig. Wo haben wir denn mal ein Floß? Destroyed Ship. Loading Crates. Wir brauchen unbedingt noch Bewohner. Jetzt sammeln wir erst noch ein bisschen Fisch ein und dann schippern wir weiter und hoffen, dass bis dahin dann kein Piratenschiff kommt. Jetzt können wir in der Zeit mal warten, bis hier dieses Smeltery fertig gebaut ist. So, die haben wir leer gefischt, dann geht's weiter. Wir brauchen unten. Smelter has been built, sehr gut. Wir brauchen unbedingt einen Schiffsbrüchigen. So ein bisschen still hier im Spiel, oder? Man hört nur ganz leise. Was, bitte? Ah, die paddeln. Siehst du mal, jetzt wissen wir, wie das Boot sich bewegt. Die paddeln nämlich. Zack, da haben wir wieder was eingesammelt. 5 Metall. Wir müssen dringend jetzt Leute finden, weil sonst haben wir nicht genügend Mitarbeiter hier auf dem Boot, geschweige denn für so ein Guardhaus. Okay, haben wir eingesammelt. 5 Metall. Da oben gibt es noch was. Loading Crates. Da ist was. Da ist ein Überlebender. Da gehen wir jetzt als erstes hin, damit wir hier ein paar Mitarbeiter kriegen. Und dann können wir nämlich hier noch sammeln. Ah, guck mal, hier sind Ressourcen wieder aufgeploppt. Oh, die sind voll. Moment, wir haben jetzt ein Problem. Die Lager sind voll. Der Fisch stapelt sich hier bis zum Anschlag. Wir müssten jetzt eigentlich ein Lager bauen. Wir haben aber nicht genügend Holz. Wir müssen also mehr von den Holzsammlern bauen. Das waren die hier, ne? Jetzt stranden wir erstmal hier an. One villager has been born. Okay, es werden doch Leute geboren. So, jetzt fahren wir hier mal gegen. So. Ach, das ist der Trade Post. Ah, Mist. Nee, ich habe nichts zum Handeln. Geh weg. Was wir jetzt mal machen können. Nee, wir haben kein Holz. Nee. Das Problem ist jetzt nämlich auch. Naja, schon wieder. Dass die. Dreh mal die Hütte bitte. So. Dass die Schmelze. Wie viel Eisen haben wir denn bisher? 10. Wie viel brauchen wir für das Guardhaus? 40. Na gut. Dann müssen wir noch ein bisschen. Hör auf hier anzudauen. Ich will nicht handeln. So. Driftwood Pile. Sehr geil.
Da kriegen wir auf jeden Fall noch Holz. Und wir müssen hier mit dem Häuschen müssen wir da drüber kommen. Und ich muss leider mal die Schmelze hier pausieren. Sonst schmilzt er mir nämlich das ganze Holz weg. So. Pause, habe ich gesagt. Bringen die da immer noch Kram rein? Was bringen die da noch rein? Wahrscheinlich das Scrap Iron. Ja, ich weiß, dass wir keine Jobs... Wow. Anhalten. Wo geht denn das Holz hin, frage ich mich. Was haben wir denn hier oben noch? Trash Pile, Driftwood Pile. Da sind wir ja schon. Oh, das ist aufgebraucht. Sehr gut. Dann schreiben wir hier drüber. Ja, solange wir noch so leicht sind, bewegt das Boot auch relativ langsam. Später brauchen wir noch Motoren, die kann man dann hier bauen. Da muss man da so ein bisschen... Ach, das Holz war da. Man muss noch so ein bisschen aufpassen. Das hier die... Da ist ein Boot. Da haben wir Leute. Sehr geil. Ja, Backlog. Ich meine, oh, wir sammeln ja Leute ein. Ganz ruhig. Wir brauchen dringend mehr Holz. Was ist denn ein Scavenger? 30 Holz. Okay, wir brauchen irgendwie 30 Holz. Mal gucken, ob die uns vielleicht Holz mitbringen, wenn sie an Bord kommen. So, wenn wir jetzt die Überlebenden hier ansprechen, können wir entscheiden, sie in Ruhe zu lassen, sie zu retten, Ressourcen anzufragen, Gefangene zu nehmen oder sie zu essen. Aber wir retten die. So. Jetzt geht's weiter bei unserer wilden Fahrt. Und schon haben sie sich erstmal satt gegessen, wie man jetzt gerade gesehen hat. Ich will mal ganz kurz hier ein bisschen reinhalten, wegen den Fischen. Sind die schon weg? Ah, die sind schon weg. Okay. Das ging ja schnell. Na, eigentlich müsste er andersrum drehen, damit wir das effektiv nutzen. Ich fahre jetzt mal weiter. Wir brauchen dringend Holz. 49 Holz, sehr gut. Dann bauen wir hier noch so einen Scavenger, war das doch, ne? Der Holz produzierte. Jo. Dann machen wir hier erstmal so einen Steg. Jetzt mal pausieren, damit ich das hier in Ruhe setzen kann. Sonst fährt mir das Bootchen nämlich weg. Und ich habe hier keine Chance, das noch ranzusetzen. Können wir das so machen? Können wir. Und dann bauen wir den Scavenger hier dran. Gut. Dann sammeln wir weiter ein. So, jetzt haben wir 16 Leute an Bord. Und es ist auch keiner eitel drum oder sowas. Und den ganzen Kram, den wir hier so finden, werden wir auch einsammeln. Jetzt müssen wir mal ein bisschen Holz sparen. Und dann müssen wir dringend Eisen irgendwie bekommen. Ja, die letzten 30 Eisen. Moment, wir haben 40. Aber das ist ja gut. Wo ist denn unsere Hütte? Da, 30 Wood. Das sammeln wir jetzt wahrscheinlich noch ein, oder? Nee, nicht ganz. Nur ein bisschen warten. Wahrscheinlich muss der auch mal fertig gebaut werden. Wie viel Holz brauchen wir denn da? 21. Dann sammeln wir das hier noch ein. Wenn das Boot erstmal in Fahrt ist, geht's. Aber wenn du dann erstmal das Ding bewegen musst, und wir werden ja auch immer schwerer, ne? So, jetzt müssen wir den bauen können. Stopp. Guardhouse. Müsste gehen. 30, 40? Jo, passt. Das Guardhouse, das klatschen wir direkt hier dran. So. Haben wir hier noch was zum Sammeln? Vielleicht können wir hier so ein bisschen... Komm, Paddel. Nee. Wer sammelt denn? Sind das die, die sammeln? Falsche Richtung. Okay, warte, wir müssen ein bisschen in diese Richtung fahren. Falsche Richtung Z. Ja, der sammelt. Dann müssten wir eigentlich hier nochmal ranfahren. Was sammelt der denn? Metall. 75.
Denk mal, das Gartenhaus zu bauen ist das Wichtigste. Wenn ich hier noch ein bisschen vorfahre, beziehungsweise die Kiste drehe. Geht das? Kommen wir da vorbei? Jo, kommen wir. Und noch ein bisschen in diese Richtung. Dann müssten beide sammeln können. Sehr gut. Sickness. Die Leute sind krank. Warum? Medizin. Was haben wir denn? Wir haben doch hier auch irgendwie ein Gebäude, in dem die Leute geheilt werden. Medicine hat. 30 Holz, 20 Plastik, 20 Dings. 20 Stahl haben wir nicht. Okay, der ist komplett aufgesammelt. Sehr gut. So, das Gartenhaus ist gebaut. Wir haben noch ein bisschen Holz. Das müssen wir hier oben noch sammeln mit dem Trashpile. Und dann können wir die Medizinhütte bauen. Ich hoffe, dass dann die Leute nicht am Sterben sind. Dass jetzt die Seuche praktisch nicht ausgebaut wird. Hier siehst du, den eine Qualm so ein bisschen rum, so grün. Das ist dann praktisch die Krankheit simuliert. Zu weit? Oh. So. Jetzt können wir aufsammeln. Sehr schön. Ja, es hilft nichts. Wir müssen den Smelter wieder aktivieren. Der muss weiter Eisen einschmelzen. Wir brauchen nämlich... Wie viel brauchen wir nochmal für das Medizin hat? Refinery. Da. 20 Eisen. Im Moment haben wir nämlich gar nicht. Müssen wir noch ein bisschen warten. Oder wir finden was im Junk hier. Wenn wir noch durchfahren. Wir machen jetzt erstmal das Ding hier leer. Trashpile has depleted. Okay, alles klar. Driftwood Pile, das ist auch nicht so schlecht, weil wir allein das Holz brauchen, um... können wir damit ranfahren? Das müsste eigentlich gehen, oder? Der ist auf gleicher Höhe, also müssen wir bis hierhin ungefähr fahren. So schätze ich mal. Da dürfen wir nicht kollidieren, hoffe ich. Wir sind nämlich relativ schnell. Also ihr merkt schon, worauf es hinausläuft. Und wenn Piraten angreifen, haben wir jetzt zumindest eine Chance. Das hatte ich mich vorher nicht, uns zu verteidigen. Stopp, stopp, stopp. Sehr gut. So, jetzt kriegen wir auf jeden Fall noch Driftwood. Two new villages has been born. Alles klar. Und wir haben zu wenig Mitarbeiter sozusagen. Und wir brauchen noch einen Medizinhaus. Er ist krank. Ne? Hier da. Der eine da. Wo stinkt er denn rum? Da stinkt er rum. Da. Oh. Ist er schon tot? Ist er jetzt tot oder schläft er nur? Sieht so ein bisschen tot aus, ne? Gammelt er vor sich hin. Okay. So, Medizin hat. Können wir bauen. Wo ist es? Da war's. Jetzt ist die Frage, muss das direkt rangebaut werden? Komm, wir bauen es direkt hier vorne ran. Wir drehen es aber so, dass der Eingang hier vorne ist. Ich hoffe, dass das so passt. Achso, Moment, der kann brennen, ne? Dann setzen wir es doch hier lieber auf die Hälfte. Weil sonst kann das Feuer hier übergreifen. Das wäre nicht so toll. So, wir brauchen neue Überlebende. Da ist ein Survivors Raft. Moment, wir müssen weiter vorne stoppen, sonst kollidieren wir nämlich direkt mit dem... Noch ein Stückchen. Ups. Okay. So, Small Raft. Rescue. Kommt rein, Leute. Ihr habt Hunger, ne? Hab ich schon gedacht. Nämlich alle Hunger. Klar, wenn du monatelang auf See bist. So, da oben gibt's Fische, da gibt's Driftwood. Ich würde sagen, wir fahren hier so ein bisschen hoch. Ja, also ihr seht, worauf es hinausläuft in diesem Spiel. Ich finde es gar nicht so schlecht. Ich finde es ein bisschen ruhig. Mir fehlt so ein bisschen die Musik. Jetzt diese Musik, die gerade läuft, ist auch sehr, sehr gut. Da könnte der Soundtrack auf jeden Fall noch ein bisschen komplexer werden. Ansonsten finde ich es wirklich cool gemacht. Man muss halt erstmal so ein bisschen reinkommen, was man am Anfang machen muss. Wir brauchen dringend Nahrung, die holen wir uns jetzt hier oben. Ansonsten kann man, es gibt hier noch ein, wo war es, ein Deep Diver oder sowas. Gab es eine, hier, eine Deep Diver Plattform. Damit gehen die an den Grund und holen Erde raus. Die werden mich brauchen für das Greenhouse. Also man kann jetzt hier mit dem
Mit der Erde, die man sammelt, kann man dann hier auch Pflanzen anpflanzen. So. Oh Gott, wir müssen Feuer stoppen. So, wir haben 25 Leute. Jetzt fahren wir hier mal mit dem Heck ran. Da fängt es an und dann müssen wir ungefähr bis hierhin fahren, schätze ich mal. Am Anfang ist halt der Antrieb ist so ein bisschen lahm. Aber so müsste es gehen, oder? Jawohlsen, sehr schön. Jetzt wird gesammelt, dann kriegen die Leute auch wieder was zu futtern. Also es ist relativ hart, also ich bin relativ schnell gestorben. Jetzt habe ich hier so eine halbe Stunde gespielt, euch ein bisschen was gezeigt vom Spiel. Das Spiel kommt, wie gesagt, am 30. August raus. Also wenn ihr das Video seht, wahrscheinlich noch so 3-4 Tage, ist nicht mehr allzu lang. Und ich finde den Preis von jetzt um die 10 Euro, wenn es auch 15 wäre, fände ich auch völlig in Ordnung. Es ist halt wie auch schon Last Wood ein Spiel, was noch ein bisschen Entwicklung meines Erachtens braucht, aber deswegen haben wir den Early Access und die Spiele können sich entwickeln. Ja, das ist schon das zweite Spiel, was ein sogenanntes Float Sim ist, also eine Treibsimulation, kann man es so umschreiben. Es kommt auch noch bald Flotsam, das kommt am 24. September, meine ich, ist auch noch ein Spiel, was ein bisschen bunter ist und so weiter. Da bin ich auch sehr gespannt. Also wir werden jetzt in nächster Zeit noch ein bisschen was sehen. Und ich bin schon gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. In Last Wood werde ich wahrscheinlich nochmal reingucken. Auch in das kann man sich nochmal angucken. Hier sind die Fische raus. Das heißt, wir können hier noch ein bisschen rüberdrehen. Und dann entscheide ich mal, von was wir wahrscheinlich dann ein bisschen mehr sehen werden. Könnte ich mir vorstellen. Also, mal schauen. Wir werden es erleben. Also, das war das Spiel mit dem unaussprechlichen Namen Beyoncé. Ich sag mal, Beyoncé on Waterworld ist wahrscheinlich das Ganze. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei diesem Ersteindruck. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Eben hat er gesammelt. So. Jetzt haben wir es. Und wir sehen uns dann zum nächsten Angezockt wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.